Schnallt euch an, denn heute tauchen wir tief in das Thema Gedankenbeherrschung ein, wie man seinen Geist zähmt und nach der Weltherrschaft strebt. Ein ziemlich ambitioniertes Ziel für einen Dienstagnachmittag, oder? Du sagst es. Aber bevor ihr Pläne für die Eroberung der Welt schmiedet, beruhigt euch. In diesem Video geht es darum, die praktischen Perlen der Selbstverbesserung herauszuholen. Wir sprechen über Selbstbewusstsein, Zielsetzung, Kommunikation. Das volle Programm. Ich muss zugeben, der Titel hat mich zuerst etwas verwirrt. Ich meine, Weltherrschaft? Ja, das ist schon etwas dramatisch. Ein bisschen, ja. Aber genau das macht es doch charmant, oder? Das Buch schleicht sich quasi mit diesen tiefgründigen Weisheiten unter dem Deckmantel eines Bösewicht-Handbuchs ein. Das ist definitiv entwaffnend. Und weißt du, was mich am meisten überrascht hat? Wie das Buch anfängt? Lass mich raten, Kapitel 1, wie man das perfekte Outfit für die Weltherrschaft auswählt. Nicht ganz, obwohl das sicher ein spannendes Kapitel wäre. Nein, es beginnt direkt mit Selbstbewusstsein. Echt jetzt? Man würde bei einem Buch über Weltherrschaft nicht erwarten, dass so viel Wert auf Selbstkenntnis gelegt wird. Aber es macht Sinn. Das Buch betont, dass man nicht effektiv führen kann, ohne seine Stärken, Schwächen und Motivationen zu verstehen. Es geht also nicht nur darum, die Welt zu erobern, sondern sich selbst zu beherrschen. Genau. Und es geht noch tiefer, als nur eine Liste deiner guten und schlechten Eigenschaften aufzustellen. Das Buch stellt wirklich tiefgründige Fragen wie: Was motiviert mich wirklich, nicht nur irgendeinen generischen Eroberer? Oh, jetzt wird's tief. Ja, der Autor hält uns quasi einen Zerspiegel unserer Erfolgswünsche vor und fragt: Was treibt dich wirklich an? Was willst du wirklich? Eine großartige Metapher. Das Buch nennt es eher Gedankenmanagement. Du kennst doch dieses Gefühl, wenn deine Gedanken in tausend Richtungen rasen. Oh ja, das ist, als ob mein Gehirn ein nie endendes Spiel von mentalem Ping-Pong spielt. Genau. Das Buch geht das Thema direkt an und bietet praktische Techniken, um diese geistigen Ablenkungen zu beruhigen. Dann wendet es Visualisierungstechniken aus der Sportpsychologie auf den Alltag an. Statt mir also vorzustellen, wie ich ein Land erobere, soll ich mir vorstellen, dass ich, keine Ahnung, endlich die Präsentation auf der Arbeit meistere? Exakt. Es ist das gleiche Prinzip, nur umgelenkt. Du visualisierst deinen Erfolg mental und baust so dein Selbstvertrauen auf. Wir nehmen also diese großen Weltherrschaftsstrategien und wenden sie an, um, naja, den Montag zu meistern. Genau. Und das ist die Stärke dieses Buches. Es nimmt diese einschüchternden Selbstverbesserungskonzepte und macht sie für jeden zugänglich und anwendbar. Selbst wenn man keine Ambitionen zur Weltherrschaft hat. Für ein Buch über Weltherrschaft legt es ziemlich viel Wert auf das innere Spiel. Wie zum Beispiel im Kapitel über emotionale Intelligenz. Stimmt. Man würde nicht erwarten, dass ein Kapitel über emotionale Intelligenz in einem Buch über die Welteroberung auftaucht. Richtig. Es scheint widersprüchlich. Sollte ein Welteroberer nicht weniger emotional intelligent sein und eher darauf aus sein, Gefühle zu überrennen, um voranzukommen? Das ist das Clevere an diesem Buch. Es dreht dieses Klischee komplett um. Der Autor argumentiert, dass man, um ein wirklich effektiver Führer zu sein, emotional intelligent sein muss. Interessant. Es geht also weniger darum, ein rücksichtsloser Diktator zu sein, sondern mehr darum, seine eigenen und die Gefühle anderer zu verstehen und zu steuern. Ganz genau. Und nicht nur deine eigenen Gefühle, sondern auch die der anderen. Das Buch geht auf die Kernkomponenten der emotionalen Intelligenz ein. Selbstbewusstsein, Selbstregulation, Empathie, das volle Programm. Auch anstatt Menschen einfach zu überrollen, lernst du, sie zu überzeugen, sie zu beeinflussen. Apropos, das nächste Kapitel heißt Überzeugende Kommunikation. Jetzt wird's spannend. Ich dachte auch, dass hier die heimlichen Manipulationstaktiken oder Jedi-Gedankentricks auftauchen würden. Es geht um aktives Zuhören, klare Kommunikation, die Grundlagen. Aber es ist eigentlich ziemlich bodenständig. Stimmt. Wie kannst du deinen Kommunikationsstil an verschiedene Persönlichkeiten anpassen? Es ermutigt dich, dein Publikum zu verstehen. Und dann geht es noch tiefer. Es ist also nicht one size fits all, sondern eher darum, zu verstehen, mit wem man spricht und seinen Ansatz anzupassen. Exakt. Und hier wird es wirklich interessant. Das Buch taucht tief in die Macht nonverbaler Signale ein. Körpersprache? Du sagst mir, dass ein Möchtegern-Welteroberer seine Körpersprache verbessern muss? Überleg mal. Eine kraftvolle Haltung, ein selbstbewusster Händedruck, all das vermittelt Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Und das Buch hört nicht bei Körperhaltung und Händeschütteln auf. Es geht noch weiter, bis hin zu Mikroausdrücken, Blickkontakt, all diese subtilen Hinweise, die den ersten Eindruck ausmachen können. Also reden wir darüber, Menschen zu lesen,
ihre unausgesprochenen Signale zu verstehen. Mann, diese Weltherrschaftssache ist viel nuancierter, als ich dachte. Stimmt, es geht weniger um rohe Gewalt und mehr um Strategie. Und das bringt uns zum nächsten Kapitel strategisches Denken. Jetzt wird's interessant. Hier lerne ich, wie ich die feindliche Übernahme des preisgekrönten Gemüsegartens meines Nachbarn plane, oder? Du wärst überrascht. Das Buch spricht davon, große Ziele wie die Welteroberung in kleinere, handhabbare Schritte aufzuteilen. Also statt die ganze Welt zu erobern, sollte ich vielleicht mit meiner E-Mail-Inbox anfangen oder meinem chaotischen Sockenfach. Jetzt hast du es verstanden. Das Buch erwähnt sogar die Eisenhower-Matrix, dieses Priorisierungswerkzeug, und schlägt vor, es im Alltag anzuwenden. Also anstatt zu entscheiden, welches Land ich als erstes erobern soll, priorisiere ich Aufgaben und überlege, was dringend ist und was warten kann. Es geht also darum, diese großen strategischen Denkskills im Alltag anzuwenden. Ganz genau. Und apropos Alltag, lass uns über Delegation sprechen. Delegation? Ist das nicht das Gegenteil von Weltherrschaft? Sollte ein angehender Imperator nicht alles selbst machen? Das dachte ich auch. Aber das Buch argumentiert, dass man, um wirklich ambitionierte Ziele zu erreichen, lernen muss, effektiv zu delegieren. Interessant. Also selbst wenn das Ziel ist, die Welt zu erobern, kann man das nicht alleine schaffen. Richtig. Man braucht ein Team. Leute, denen man vertraut, die bestimmte Aufgaben übernehmen und die Arbeitslast teilen. Macht Sinn. Selbst Superschurken haben Handlanger. Genau. Es geht darum, das richtige Team zusammenzustellen. Und genau da kommen die früheren Kapitel über Kommunikation und emotionale Intelligenz ins Spiel. Denn ein starkes Team aufzubauen bedeutet nicht, einfach nur Befehle zu erteilen. Es geht darum, Menschen zu inspirieren und zu motivieren. Genau. Eine gemeinsame Vision zu schaffen, einen Sinn für Ziel und Zweck. Mann, dieses Buch steckt voller Überraschungen. Sag das nochmal. Wer hätte gedacht, dass Weltherrschaft so menschlich sein kann? Es ist wirklich interessant, wie ein Buch über Weltherrschaft immer wieder auf den menschlichen Aspekt zurückkommt. Es geht nicht nur darum zu erobern, man muss auch führen können, inspirieren. Ganz genau. Und das ist auch der Punkt, den die späteren Kapitel betonen. Resilienz, Stressmanagement, sogar Humor. Das Buch sagt quasi, ja, Weltherrschaft ist toll, aber vergiss nicht, dich auf dem Weg dorthin um dich selbst zu kümmern. Es ist diese Frage. Was passiert, wenn du deine kühnsten Träume erreicht hast? Du stehst ganz oben auf dem Berg. Und dann? Genau. Und das Buch erinnert uns daran, dass echter Erfolg, sei es die Weltherrschaft oder das Erreichen eines persönlichen Ziels, mehr erfordert als nur Ehrgeiz und Antrieb. Es braucht auf jeden Fall Resilienz. Die Fähigkeit, Rückschläge wegzustecken, denn die sind unausweichlich. Richtig. Und es erfordert auch den Fokus auf Nachhaltigkeit. Du kannst nicht all deine Energie in die Eroberung stecken, ohne auf dein mentales und körperliches Wohlbefinden zu achten. Das Buch spricht sogar davon, ein Unterstützungsnetzwerk aufzubauen. Menschen, auf die man sich verlassen kann. Weil selbst Superschurken Freunde brauchen. Richtig. Okay, vielleicht keine Superschurken, aber du verstehst, was ich meine. Wir alle brauchen Verbindung, Unterstützung. Jemanden, der mit uns unsere Erfolge feiert. Genau. Und das ist etwas, das mir am Ende des Buches wirklich gefallen hat. Es kehrt zu diesem humorvollen, augenzwinkernden Ton zurück und erinnert uns daran, uns selbst nicht zu ernst zu nehmen. Es ist wie ein subtiler Schubs, nicht zuzulassen, dass der Ehrgeiz uns verschlingt. Wir sollten nicht vergessen, dass das Leben dazu da ist, genossen zu werden, nicht nur erobert. Gut gesagt. Und ich denke, das ist ein großartiges Fazit für unsere Zuhörer heute. Ob ihr nun nach der Weltherrschaft strebt oder nur eure To-Do-Liste abarbeiten wollt, findet Freude auf dem Weg dorthin. Absolut. Nutzt diese Strategien der Weltherrschaft, um ein Leben zu erschaffen, das ihr liebt. Und nicht nur ein Leben des endlosen Strebens. Und an dieser Stelle möchten wir gerne von euch hören. Welche dieser Prinzipien zur Beherrschung des Geistes haben euch am meisten angesprochen? Was werdet ihr in eurem eigenen Leben ausprobieren? Und bist du bereit, die Weltherrschaft zu übernehmen? Dann starte mit deinem Verstand. Hol dir Mind Mastery und lerne, deine Gedanken zu beherrschen, um Großes zu erreichen. Erobere zuerst deinen Geist, dann die Welt. Jetzt bestellen und den ersten Schritt zur Weltherrschaft machen.